Einen wunderschönen, ja, guten Tag und recht herzlich willkommen zu Bede on Tour. Liebe Freunde, wir sind einmal wieder unterwegs. Ja, langsam habe ich das Gefühl, ich vermisse mein Studio. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausschaut. Aber es gibt natürlich immer einen ganz besonderen Grund, wenn wir uns schon mal auf dem Weg nach draußen begeben. Erstens, man kann es sehen, Frühling ist da. Ja, it's springtime, baby. Das bedeutet natürlich für uns, was passiert eigentlich zum Frühling? Kann man wieder mutig sein, Farben tragen? Und deshalb sind wir unterwegs. Zum einen in der alten Oberpostdirektion. Hier hat nämlich Heiko Bott, unser Starfriseur aus Hamburg, seinen neuen Sitz. Und da holen wir nämlich heute Abend Claudia Ehlert ab. Ja, sie ist ja aktuell Penthouse Covermodel und mit ihr gemeinsam fahren wir dann nachher ganz entspannt mit einer Limousine zu André Zirke Couture in seinen Fashion Store und dort erleben wir den Frühling hautnah. Das bedeutet, wir werden heute Abend für euch herausbekommen, welche Farben sind hot, welche not, was muss der Mann von heute tragen. Und die Frau natürlich auch. Also ich glaube, ich kann mithalten. Also ich fühle mich auch sauwohl in den Klamotten, komme mir zwar vor wie ein Kaugummi gerade, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl. So, lass uns einfach mal reingehen und mal schauen, wie weit Claudia und die anderen so sind. Die alte Oberpostdirektion, liebe Freunde. Früher sind wir hierher gekommen, um Post abzugeben. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Wir sind stylischer, moderner, schnelllebiger geworden. Und aus dieser Postdirektion ist jetzt Gastro, Apotheke, Ärzte und Heiko Bott. Ja, da hinten kann man noch sehen, Claudia lässt sich gerade aufhübschen. André dreht wie immer durch, aber das kennen wir ja nicht anders. Und wir schauen uns jetzt mal um. Also rein da. So, liebe Freunde, das Gute an so einem Friseursalon ist ja nicht nur, man kommt nicht hierher, um Haare zu schneiden. Nein, man kann auch hierher kommen, chillen, entspannen, trinkt seinen Espresso, lässt es sich gut gehen. Man hat auch die Möglichkeit, vielleicht mit Frau, weißt du, einfach so mit Frau hierher kommen, weil dauert ja grundsätzlich bei Frauen immer 7 Stunden länger als bei Männern. Aber man kann dann nebenbei so ein Espresso, in 7 Stunden müssen es mehr Espressi sein, aber man kann es zumindest versuchen. Heiko ist noch am Machen und Tun. Heiko, brauchst du noch lange oder können wir? Nee, wir können gleich loslegen. Wir gehen gleich rüber zu Claudia. Also man kriegt auch mehr als ein Espresso zu trinken bei uns an der Blow Dry Bar. Das Portfolio geht über Softdrinks, Harddrinks, Champagner, Wein, auch Wasser und alles Mögliche mit oder ohne Konserve, whatever. Und auch alle Stylings sind möglich. Dann lass uns mal rübergehen zu Claudia. Claudia wartet, glaube ich, auf uns. Und genau. Rüber zu Claudia und mal gucken, wie weit sie ist im Make-up. Jetzt kommt das Finish, Claudia. Ja, fit for life. Ja, wunderbar. So, dein neuen Frühlingslook. Frühling, was bedeutet eigentlich Frühling? Was müssen wir machen? Haare rot färben, grün färben, damit der Frühling da ist? Frühling ist ja erstmal Erwachen. Im Frühling erwacht man und im Frühling will man glänzende, schöne Haare, gesunde Haare. Im Frühling kommen die ganzen Pflanzen raus, die Blüten kommen raus und so kommen auch die hübschen Frauen wieder raus. Oh, schön. Das hast du gern gehört, ne? Ja, sehr gerne. Hätte es nicht besser sagen können. Allerdings sieht natürlich Claudia auch im Winter fantastisch aus, nicht? Na, natürlich. Claudia, wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Also ich bin noch ganz entspannt eigentlich. Aber ich freue mich auf eine gemeinsame Fahrt gleich. Bist du denn schon nervös? Mit dir? Ja. Immer. Ehrlich? Ja. Nein, ich freue mich. Gibt es so bestimmte Trends, die jetzt so im Frühling und Sommer eigentlich, Heiko, angesagt sind? Was sagst du, also müssen die Frauen machen? Wirklich angesagt ist,
sind definitiv lange Haare, gepflegte Haare in allen Nuancen. Wichtig ist einfach, das Haar muss glänzen, muss toll und voll aussehen, gesund aussehen. Und das eben auch so ganz typisch für den Trend. Und man sah das ja jetzt gerade auf den Oscars, dass fast alle Stars wirklich offene, lange Haare haben und wirklich alle möglichen Schattierungen von blond oder auch von dunkel, rötliche Kupfertöne. Das geht eigentlich alles. Wichtig ist nur, die Haare müssen gesund sein, schön fallen und einen Style und einen Look haben. Also, Claudia erfüllt, glaube ich, alle Voraussetzungen gerade, oder? Absolut. Ja, nicht nur gerade, sondern auch schon ein paar Jahre länger. Wir kennen uns nämlich schon so circa 15 Jahre. Oh ja. Und Claudia hat ihr erstes Fotoshooting mit mir gemacht. Weißt du das noch? Oh ja. Und da schnitt ich ihr damals einen Bob, so einen angraduierten. Und ich glaube, das war irgendwie so der erste Styling-Termin, den sie offiziell hatte. Kann sie ja mal kurz erzählen. Erzähl mal, da bin ich jetzt auch neugierig. Ja, das war total aufregend. Heiko war tatsächlich der Erste, der mir auch überhaupt die Haare abgeschnitten hat. Weil ich habe immer lange Haare gehabt und fiel mir eigentlich immer so über die Brust. Und dann auf einmal sagt er zu mir, Claudia, ich mache jetzt etwas aus dir, was dir Erfolg bringt, was dir bestimmt gefallen wird. Im ersten Moment vielleicht nicht, aber dann hat es wirklich, ich sah aus wie von Beverly Hills. Also warst du eigentlich schon damals in Mrs. Germany oder nicht? Nein. Nach dem, ey, ich war erst danach, oder? Ja, genau. Mit dem Mikro nicht. Naja, ich dachte gerade, war sie eigentlich schon Mrs. Germany? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Aber ich glaube, der Look hat dir auf jeden Fall zu mehr Jobs verholfen und du bist einfach so in der Szene bekannter geworden. Über die Szene unterhalten wir uns noch lange in der Autofahrt. Ja, wir haben ja eine lange Fahrt vor uns. Aber vielleicht kannst du uns noch einige Styling-Tipps geben, ja? Für die Damen und für die Herren. So ein paar Infos, was müssen wir machen? Guck mal, ich bin ja schon frühlingsmäßig angezogen. Also du bist sehr farbenfroh heute, ja. Ich habe das so ein bisschen reduziert, nur mit meinem Tuch, ne? Aber zumindest ein bisschen Colore. Ja, wie gesagt, also bei Herren finde ich einfach immer wichtig, dass die Haare einen guten Schnitt haben. Ich finde so eine richtige Frisur bei Männern finde ich gar nicht so wichtig. Haare müssen halt fallen, wie sie fallen, ob kurz oder lang. Der Schnitt muss perfekt sein. Bei einer Frau, finde ich, muss das Styling eben auch perfekt sein. Also das heißt nicht unbedingt, dass man jeden Morgen irgendwie wie frisch aus dem Ei gepellt das Haus verlassen muss, aber zumindest eine Idee. Der Zopf muss eine Idee haben oder der Seitenscheitel muss mal variiert werden oder eben auch, es muss mal eine Locke oder eine Welle irgendwie eingestylt werden und man darf auch gerne mal wieder eine Haarklemme benutzen, was man ja jahrelang vielleicht nicht getan hat. Alles klar, dann hau rein Heiko, wir beobachten dich. Langsam sind wir hier, ich glaube, das ist so das Finale, oder Heiko? Ja, das ist so ein bisschen das Finish jetzt langsam. Also wir haben uns so ein bisschen inspirieren lassen an dem neuesten Job, Top-Job von Claudia, und zwar ihr Penthouse-Cover. Und da hat sie so ein bisschen diesen Brigitte Bardot-Style, den haben wir aufgegriffen, natürlich jetzt in braun und in dunkel, aber eben vom Look. So ein bisschen gelebte Haare, schöne Haare, aber trotzdem sexy. Also Brigitte Bardot, ich bin ja angezogen wie Alain Delon, passt auf jeden Fall. Hey, das war kein Witz. Also hättest du es nicht gesagt, hätten wir es eh alle gedacht. Ich fühle mich eher heute tendenziell wie ein Kaugummi, aber ist auch in Ordnung. Nein, ja, irgendwie so bunt, so quietschig, lebendig, weißt du? Das ist toll. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch richtig sauwohl. Ja. Ehrlich, sauwohl. Guck mal, ich habe Winterstiefel an. Ich habe nicht gewusst, dass es heute so warm wird. Nee, 22 Grad und das im März in Hamburg ist ja auch selten, würde ich sagen, oder? So, letzte Runde, letzter Schliff. Einmal Spiegel checken. See. Und, you like it? Toll, I like it. Gut, so und much. Dann jetzt bitte in die Klamotte und dann los. Genau. Ja. Also, liebe Freunde, gleich geht's nochmal eine Runde schärfer, wollte ich schon fast sagen. Ja, kann man sagen, ist aber so. So, los geht's. Tonight, you switch it on, 'cause you got it, boy, you're blowing my mind. Here we go, down and down you go, oh oh, hey, dame otra vez, dame otra vez.
So, wir sind fertig. Claudia, bist du fit? Ja, super. Und ich freue mich auf so einen Jack Shuttle. So, los geht's. Wir gehen einfach mal rüber, denn Richie ist schon da. Liebe Freunde, holt uns gerade frisch Gewehr bei Fuß ab. Ja, hallo, bitteschön, nimm mal Platz. Rich, geht's gut? Willkommen an Bord. Ja, alles klar, alles bestens. Sehr schön. This is revolution of music and we cause riots. Yeah, just try us. Global domination. And everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion. Yeah, and here's my wire. Armandito, tremenda gente. Negociante, calle elegante y decente. Esta noche vamos a ser el amor. Ya tú sabes, bebida suavemente. I want you to lose your mind. So, Claudia, die Fahrt im Auto-Shuttle ist genial, oder? Wenn man so abgeholt wird, Service pur hier. Absolut. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben einen Jaguar und der ist so edel und schick, das passt. Das ist toll. Das ist einfach wunderbar und das gibt es hier noch nicht in Hamburg. Jack Shuttle. So, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für Richie. Ja, Richie werden wir gleich mal ganz entspannt mal kurz vors Mikro holen. Ne? Jetzt muss er sich natürlich konzentrieren im Auto fahren. Das ist ja sehr wichtig. Ja, damit wir auch da ankommen. Es gibt ja eine sehr interessante Geschichte, Claudia, die können wir eigentlich mal unseren Zuschauern mal erzählen. Denn eigentlich ist so der April dein Monat, ne? Ja. In doppelter Hinsicht. Ja, genau. Das ist ganz aufregend. Also eben haben wir ja gerade festgestellt, obwohl wir uns ja schon lange kennen, Bedo. Achtung, gut hinhören. Ja, wir beide haben am selben Tag Geburtstag. Hallo. Am 5. April Geburtstag. Und es gibt noch was anderes Besonderes. Genau, und das andere Besondere ist, dass du ja im April quasi Penthouse-Covermodel bist. Wie wird man eigentlich Penthouse-Covermodel? Muss man sich da bewerben? Kommen die auf einen zu? Hast du auch 3 Millionen Euro bekommen, so wie es immer heißt, so die ganzen Stars? Weißt du, wenn sie sich da ausziehen, kriegen sie 3 Millionen oder so? Nein, so ganz so ist es nicht. Also wenn ich das bekommen hätte, dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr arbeiten. Dann würde ich irgendwie faulenzen in der Karibik und mich den ganzen Tag verwöhnen lassen. Nein, das gibt es leider nicht. Aber es war eben ein ganz tolles Ereignis. Ich habe die Firma kennengelernt und waren irgendwie ganz sehr nett. Und ich habe erzählt, was ich sonst noch mache, dass ich halt noch für ein Produkt, für eine Wöffbrause, einen neuen Champagner arbeite. Und das fanden die halt so interessant, dass sie tatsächlich gesagt haben, Mensch, wir würden gerne zusammen mit dir Werbung machen. Mach doch mal irgendwie, wir machen einfach eine Fotostrecke mit dir, mit Wöffbrause, ein tolles Werbebild für die Penthouse. Mhm. Ich so, ja, machen wir, sehr gerne. Und so kam das, dass sie dann gemerkt haben, dass ich so einen Spaß daran hatte. Und die haben mich gesehen und haben gesagt, Claudia, möchtest du nicht aufs Cover kommen? Du bist eine tolle Frau und du hast es verdient. Und da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und lasst euch überraschen, ich mache es nämlich, habe es ganz anders gestaltet und in einem ganz anderen Stil dargelegt. Freut euch drauf. Guckt euch das an. Ja, mal unter uns, ne? Das sagen ja alle. So, ja, ich mache das anders, bei uns ist es Kunst und ich kann mich an so einige Gespräche erinnern, mit wenn so wirklich so halt, ich kann mich an den Slashai, ne, wo gute Zeiten schlecht sind, hat gesagt, es ist Kunst. Ja. Aber es ist ja schon ein schmaler Grat zwischen Kunst und, ja, ich mache mich mal nackig, ne? Ja, nee, so einfach geht das nicht. Also man muss schon für sich selber herausfinden, welchen Stil man haben möchte. Und ich möchte halt einen besonderen Stil haben, wie jede Frau, wie jeder Mensch. Und ich möchte es halt anders darstellen. Ich habe tolle Fashionbilder gemacht und tollen Dessous. Und dass sie eben halt auch nicht zu anrüchig sind, sondern doch eher klassisch und elegant und trotzdem sexy. Und genau das habe ich geschafft. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Hinzu kommt ja, dass du ja nebenbei mal auch, was heißt nebenbei, du bist ja auch noch, du hast ja auch noch einen Titel, ne? Eine Schönheitstitel hast du ja auch noch, das muss man auch mal den Zuschauern mal erklären und erzählen. Ja, das stimmt, das ist zwar schon ein paar Jährchen her, das war zu 2005 bis 2007 war ich mal Mrs. Germany gewesen. Also, die Claudia hat schon so einiges erlebt, wie ihr merkt, ja. Ist ja ein bisschen ruckelig im Auto, liebe Freunde, also nicht hier wundern. Hier der wir fahren gerade zu André Zirke, genau. Für den ich auch sehr gerne arbeite. Und ich habe auch gerade ganz tolle Kollektion von ihm an. Nicht nur du. Ja, genau, du ja auch. Und wir hatten gerade ein wunderschönes Shooting gehabt bei Heiko Bott, bei meinem Friseur, der gerade eine neue Eröffnung hatte beim Stephansplatz und... ja, und da hatten wir gerade ein tolles Shooting und jetzt fahren wir zu André Zirke, zu einem Frühlingsfest.
So sieht's aus. Und ich habe das Gefühl, die Fahrt wird etwas länger dauern, weil wir heute Stau pur haben. Vielleicht kann ja mal Aram, dreh mal kurz um, das müssen die Leute sehen, die glauben uns das ja wirklich nicht. Guck mal, liebe Freunde, wir haben Stau pur. Ganz Hamburg, ganz krass. Ich habe von der Hohen Luftchaussee bis hierher in die Innenstadt irgendwie fast eine Stunde gebraucht und habe schon versucht, Schleichwege einzufahren, aber nichts war zu machen. Es ist einfach komplett zu. Überall waren Unfälle, habe ich gehört im Nachhinein. Und ja, Feier im Verkehr und alle wollten irgendwie wahrscheinlich mit dem schönen Wetter an die Alster fahren und sich das da gemütlich machen. Ja, aber das... Der Einzige, der mir wirklich in diesem Falle leid tut, das ist ja der Richie. Den Richie muss ich erstmal anhauen. Oh. Richie, du bist ja... Genervt musst du ja schon sein, den ganzen Tag hier im Stau stecken. Ja, das stimmt. Sieht so aus. Also ich bin seit 16 Uhr unterwegs und stehe ich ganze Zeit in einem Stau. Aber der, komm, eins muss sein, in so einem schönen Auto sitzen, ist glaube ich auch kein Problem, im Stau zu sein. Ja, stimmt, natürlich. Ist bequem hier. Luxus pur, sagen wir so. Und ja, was will man mehr haben? Machst du, ist das jetzt so etwas, wo man dich einfach so buchen kann? Kann ich quasi dich anrufen? Na, ey, Richie, ich brauche dich für ein paar Stunden und du kommst, kommst du mich dann abholen? Oder wie funktioniert das? Ja, natürlich. Sie können uns immer telefonisch erreichen. Und nach einer Woche bekommen wir unsere Apps für Smartphones. Dann geht das wirklich schneller. Ja, super. Das kannst du uns gleich mal in Ruhe mal erzählen. Also, es gibt viele Informationen. Ja, Bedo goes fashion and Bedo goes on tour. Und wir sind nur unterwegs, liebe Freunde. Und heute ist Frühling angesagt. So, wir chillen mal hier entspannt. Auf der Rückseite. Wir feiern Geburtstag zusammen. Ja, ist noch ein bisschen hin. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei der Ausstrahlung auch schon passiert. Ich weiß noch nicht. Wir wissen ja manchmal nicht. Kann sein, dass es relativ zeitnah läuft. Ja, aber wenn, dann müssen wir doch irgendwie ein Gläschen zusammen trinken. Sehe ich genauso. So, wir chillen jetzt im Auto und lassen uns gut gehen, liebe Freunde. Ciao.